5. Juli 2001. Heute vor 20 Jahren nahm sich Hannelore Kohl das Leben. Norbert Kunze. Als Johanna Clara Eleonore Renner, genannt Hannelore, an einem Dienstag geboren wird, weht in der Berliner Luft noch der Brandgeruch vom Reichstag herüber. Die Nationalsozialisten haben ihre Macht bei den Reichstagswahlen zementiert. Es ist der 7. März 1933, ein kühler, regnerischer Tag. Nehmen Sie den Brand des Deutschen Reichstags als ein Fanal. Hannelores Eltern ziehen nach Leipzig. Vater Wilhelm steigt bei der HASAG ein, einem der bedeutendsten Rüstungsunternehmen der Nationalsozialisten. Seine NSDAP-Mitgliedschaft und auch die der Mutter Irene ermöglichen Hannelore eine scheinbar unbeschwerte Kindheit, bis der Krieg ausbricht. Sie erinnert sich. Das Wort Krieg ist für uns eine konkrete Sache unserer Generation. Das sind Bombennächte, das ist Schlangenstehen mit Tieffliegerbeschuss. Und es ist eine Art von Ohnmacht gegenüber einer Gewalt, die man eigentlich nicht begreift. Die Flucht nach Kriegsende lässt die Familie im pfälzischen Mutterstadt stranden, nahe Ludwigshafen. Und genau dort lernt Hannelore 1948 Helmut Kohl bei einer Tanzveranstaltung kennen. Fortan sind sie unzertrennlich. Hochzeit im Juni 1960, Umzug in die Tiroler Straße, Geburt der Söhne Walter und Peter. Während Helmut seine politische Karriere ankurbelt, kümmert sich Hannelore Kohl um Haushalt und Familie. Ich finde, die Ehefrau muss dem Beruf ihres Mannes Interesse entgegenbringen, sonst kann man nicht zusammenleben, dass es auch eine geistige Befriedigung darstellt. Ich interessiere mich nicht für den kleinen Krach im Alltag, in der Partei und solche Dinge, aber die große Linie und die aktuellen Geschehnisse sind mir sehr interessant. Der für die Öffentlichkeit perfekt inszenierte Rückhalt offenbart ein patriarchalisches Frauen- und Familienbild. Mit der Kohlschen Kanzlerschaft rücken konservative Werte in den Fokus der Bonner Republik. Hannelore Kohl steht hierfür symbolisch. 1982 wird ihr Mann zum Kanzler gewählt. Hat Ihre Zuversicht also auf Ihren Mann sich ausgewirkt? Nein, das hat er nicht nötig. Ich meine, über den Zahlenstand konnte ich Ihnen keine Auskunft geben, aber ich war eigentlich so sicher, dass ich sonst heute hier in diesem fast schlechten Gesundheitszustand nicht durchgehalten hätte. Das muss man auch bedenken. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich. Während Hannelore mit den Söhnen und Schäferhund Ingo in Oggersheim bleibt, zieht ihr Ehemann in den Kanzlerbungalow nach Bonn. Bereits in den 60er Jahren stellten Ärzte bei ihr eine Penicillinunverträglichkeit fest, die sich später zu einer schmerzhaften Lichtallergie entwickelte. Sohn Walter Kohl. Und der allgemeine Befund war, dass auch eine starke psychosomatische Komponente vermutet wurde, was in dem damaligen Umfeld ja auch sehr plausibel klang. Das war ja sehr viel Belastung. Belastung, die mit der Spendenaffäre Ende der 1990er Jahre und der Demontage des Altkanzlers offenbar unerträglich werden. Denn auch Hannelore Kohl wird nun geächtet. Mehr und mehr zieht sie sich in die kalte Dunkelheit ihres Bungalows zurück. Also es war eine wohlüberlegte und auch vorbereitete Handlung. An einem Donnerstag wurde Johanna Clara Eleonore Kohl, genannt Hannelore, tot in ihrem Bett aufgefunden. Ein tödlicher Medikamentencocktail setzte ihrem einsamen Leben ein Ende.